So, weiter geht's mit dem Vorrat an Birth by Sleep Final Mix Arena Mission. Mission Nummer 5 steht jetzt an. Das wäre dann eine mit Iron und Prisoner 2. Sinister Sentier, genau. So. Puh, meine Ausrüstung. Habe ich hier noch irgendwas Schnelleres in meinem Kommandodeck als Tornado Strike? Spark Raid, Wasserkanon. Gucken wir mal, Fireworks ist es auf jeden Fall nicht. Tornado, Mega Flare, Faith, Magnet, Besager, Farragher, Collision Magnet. Ist auch nicht gerade schnell. Nehmen wir mal Spark Raid. Und Poison Edge meinetwegen. Einfach so kleine Skills, die einfach mal so ein schnelles Draufhauen ermöglichen. Hier muss ich langsam aufpassen. Ich bin zwar immer noch überpowered dafür, das heißt aber nicht, dass ich nicht versagen kann. So. Mit nur einer Heilung im ganzen Gepäck ist es sowieso irgendwie ein bisschen suboptimal. Ich muss mal gucken, ob ich gleich genug Geld für eine zweite habe. Das gleich zu gucken wäre sowieso ein bisschen sinnfrei, weil ich ja nicht speichern kann. Aber genug Geld sollte ich eigentlich besitzen. Ah, da haben wir sie ja. Die Schwerter. Au. Das ist jetzt schon komisch. Okay. Wingblade. Meine dritt- oder zweitstärkste Attacke. Ich weiß nicht. Faith, Salvation und Wingblade sind meine drei stärksten Attacken eigentlich. Flock. Mach mal ein bisschen Stratosphere. So. Bam. Das ist auch nicht gerade schwach. Und Salvation. Die ist aber anstandslos meine stärkste. Allein schon, weil die sich so aufladen muss. Ich würde mal sagen, Faith ist meine zweitstärkste. Weil sie mich noch dazu heilt. Was Wingblade nicht tut. Salvation aber auch. Salvation kann mich auch heilen, meine ich. Wow. So, das hätten wir geschafft. Schöne Ouch. Salvation, wollte ich sagen. Okay. Stirb dran! Okay, wenn man es jetzt so sieht, Poison Edge ist wirklich schwach. Okay. Autsch. Verreckt dran. Mann. Oh, sind das viele gewesen. Fies. Oh, kleine Schnüffelhäschen. Sterb, kleine Stoffelhäschen. Gut. Das im Rücken, da würde ich mal sagen. Bam, bam. Tschup, tschup. Poison Edge. Von The Surge. Salvation. Klug eingesetzt, wirklich. Dragline ist klug eingesetzt. Bams, 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 bams. So. Bams. Autsch. Sag mal, wow, was nehmt ihr euch hier eigentlich raus? Bams, von hinten. So. Nicht explodieren. Geht doch.
Ah, da schwebte noch jemand. Waren einige mehr als jemand. Hey. Das war komisch. Boss Time! Iron Imprisoner 2. Okay. Oh. Gut. Das hat ja soweit eigentlich recht gut geklappt. Wupp, wupp. Wow, wow, wow. 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 So. Wollen wir mal gucken, wie wir dem so ausweichen können. Nein, 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 nein. So, dann friss. Autsch! So, hier. Da wirst du nicht an mich rankommen, Iron Imprisoner. So. Okay, er ist unter die Erde getaucht und gestorben. Man sieht bloß einen Blitzstrahl. Und das ist der Riven Mixer selbst. So unsinnig hatte ich bei dem auch noch nie. Und es ging recht schnell. Muss ich schon sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.